In diesem Video stelle ich dir drei Dinge vor, die in der Tiefe wirklich nur alte Seelen verstehen können. Jungen und reifen Seelen werden diese Dinge eher seltsam vorkommen, aber die alten Seelen, die wissen ganz genau, von was hier die Rede ist. Und so kannst du dich mit diesem Video testen und vor allem, wenn du mit dem letzten Punkt, den ich am Ende des Videos erwähnen werde, wenn du da wirklich in Resonanz gehst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du eine alte Seele bist, die schon sehr, sehr viele Leben hinter sich hat und sich vielleicht jetzt fragt, was ist jetzt eigentlich meine Aufgabe in diesem Leben? Bevor wir uns diese drei Dinge im Detail anschauen, möchte ich dir ganz kurz ein paar wichtige Grundlagen zum Thema Seelenalter sagen. Erstmal ist es wichtig zu verstehen, dass die Seele im Grunde genommen kein Alter hat. Denn die Seele ist ein geistiges Wesen und im Geistigen gibt es keine Zeit. Wenn wir also über Seelenalter sprechen, dann sprechen wir über eine seelische Entfaltung, über eine Heranreifung der Seele. Und man kann das sehr gut erkennen an dem Modell der Archetypen der Seele. Das ist ein gechanneltes Modell von der Wada Hasselmann. Und dort wird unsere Inkarnationsreise als Mensch in insgesamt 5 verschiedene Seelenalterszyklen eingeteilt. Und diese Zyklen sind vergleichbar mit dem Verlauf eines menschlichen Lebens. Da kommt die Seele also als Babyseele, als Säuglingsseele hier das erste Mal auf diese Erde und entwickelt sich dann weiter zur Kindseele. Dann kommt die junge Seele, das ist vergleichbar sozusagen mit der Pubertät, die seelische Pubertät. Dann kommt der Zyklus der reifen Seele und ganz zum Schluss auf der Rückreise der Zyklus der alten Seele. Und der Sinn dieser Inkarnationsreise ist, dass die Seele sich selbst wieder erkennt, dass sie sich durch und trotz dieses Körpers wieder erkennt als ihr höheres Selbst und sich aus dieser Enge, aus dieser Dichte sozusagen wieder löst und ihr grenzenloses Sein wieder erkennt und erkennt, wo sie eigentlich hergekommen ist und wohin sie auch wieder zurückkehrt und dass sie den Ursprung im Grunde genommen nie verlassen hat. Und mit jedem Seelenalterszyklus, bevor wir also zu diesen drei Dingen kommen, haben die unterschiedliche Aufgaben. Zum Beispiel ist dieses Thema dieser Selbsterkenntnis am Anfang noch vollkommen unwichtig, sogar unmöglich für eine Seele. Stell dir vor, du kommst als geistiges Wesen das erste Mal auf diese Erde als Babyseele. Dann bist du erstmal überfordert, überwältigt davon, dass du einen Körper hast, dass du verletzt werden kannst, dass du sogar ums Leben kommen kannst, dass du essen musst, dass du trinken musst. Das ist erstmal die Hauptaufgabe für diese frühen Stadien der Seele, sich überhaupt hier zurechtzufinden. Wenn sie dann weiter heranreift, wenn sie dann zum Beispiel im Stadium der jungen Seele ist, dann versucht sie sich zu erkennen im Außen. Sie braucht diese Spiegelung im Außen und erkennt sich durch das, was sie im Außen leistet, an Ruhm, an Erfolg, an Macht. Und erst später, im Reifenzyklus, fängt es an, sich langsam zu verabschieden, bis es dann bei der alten Seele wirklich so weit ist, dass die alte Seele wirklich nur noch nach innen gehen möchte, ihre inneren Welten erkunden möchte, das Außen nach und nach unwichtiger wird und sie sich wirklich auf die geistig-seelische Heim- und Rückreise macht und deswegen alle Zeit, alle mögliche Zeit darauf aufbringt, sich mit ihrer Essenz zu beschäftigen. Und deswegen ist der Weg der alten Seele ein sehr besonderer Weg und man kann es sehr, sehr gut erkennen an den drei Dingen, die wir uns jetzt im Detail anschauen. Der erste Punkt hat mit dem Thema Verstehen und Verstandenwerden zu tun. Denn die alten Seelen fühlen sich vielfach von Geburt an unverstanden, missverstanden, fehl am Platz, irgendwie anders als alle anderen. Und sie bekleiden oft Außenseiterpositionen, sind Sonderlinge und es ist mitunter sehr, sehr schmerzhaft.
Und ich lese dir mal zur Verdeutlichung ein paar Sätze aus den Archetypen der Seele vor, was die Quelle drüber schreibt. Zunächst einmal ist die alte Seele vereinzelt, weil es in ihrer unmittelbaren Umgebung nur wenige andere Menschen geben wird, die ebenfalls eine alte Seele besitzen und die mit ihr die Erfahrungen, die Seligkeiten und die Schmerzen dieses Stadiums teilen können. Darum stößt ein Mensch mit einer alten Seele in seiner Umgebung von seiner Geburt an auf Unverständnis, auf Fremdheit, auf Distanz. Und alle Kraft ist gefordert, um in diesem Stadium den Kontakt zum eigenen Inneren, der die einzige Verankerung zu bieten scheint, aufrechtzuerhalten. Das ist also wirklich ein Grundschmerz, ein Grundkonflikt im Weg der alten Seele, dass sie sich so schwer und so wenig mit anderen gleichgesinnten Seelen in der Tiefe austauschen kann. Die Tiefe ist ihr ja so wichtig und es ist für sie unverständlich, wie jüngere Seelen sich mit dieser Oberflächlichkeit begnügen, dass sie sich erfreut an scheinbaren Nichtigkeiten im Außen, die für die alte Seele schon längst keine Bedeutung mehr hat. Und so verspürt sie einerseits ein großes Unverständnis, aber manchmal auch einen gewissen Neid jüngeren Seelen gegenüber, die scheinbar einfachere Leben haben, weil sie seelisch einfacher gestrickt sind, weil sie noch gar nicht dazu eingeladen sind, sich mit dieser komplexen Innenwelt auseinanderzusetzen. Und wenn alte Seelen sich dann mit jüngeren Seelen unterhalten und versuchen, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, dann führt es häufig in Frustration, in Unverständnis und beide gehen auseinander und sagen ja irgendwie, wir kommen da an dieser Stelle nicht zusammen. Und das muss die alte Seele wirklich auch erstmal schlucken, denn sie hat ja über diese vielen, vielen Leben auch einen riesigen Erfahrungsspielraum, Spektrum erfahren. Und sie weiß unglaublich viel. Sie kann auch bei allem oberflächlichen Unverständnis anderen gegenüber sich unglaublich gut in andere hineinversetzen, weil sie es eben kennt aus ihren vielen, vielen Leben. Kennt sie das? Kennt sie diese Prozesse? Und sie möchte auch natürlich behilflich sein, um diesen Seelen Dinge zu ersparen, die sie bereits erlebt hat. Aber sie kann es nicht. Sie kann dieses Wissen nicht verständlich machen, weil bei jüngeren Seelen da noch kein Verständnis dafür vorhanden ist. Und so ist sie wieder auf sich allein gestellt und muss viel mit sich selbst ausmachen und ihre Wahrnehmungen für sich behalten. Und da kommen wir zum zweiten wichtigen Punkt, nämlich die unglaubliche Sensibilität und die Dünnhäutigkeit, die alte Seelen haben. Alte Seelen werden aufgrund ihrer hohen Frequenz immer durchscheinender. Sie sind ja auf dem Rückweg zum Geistigen und deswegen wird der Körper und die ganze Aura im wahrsten Sinne des Wortes durchscheinender. Und sie nähern sich dieser Körperlosigkeit und es beginnt so eine Art Transparenz. Und die Folge davon ist, dass alte Seelen extrem feinfühlig sind in Bezug auf Energien. Und zwar in beide Richtungen. Sie sind einerseits in der Lage, sich unglaublich gut in Energien reinfühlen zu können, nehmen wahnsinnig viele Energien wahr, aber auch auf. Sie ist tendenziell natürlich auch eher gefährdet als jüngere Seelen, was Fremdenergien anbetrifft, wenn sie damit nicht bewusst umgehen kann. Und deswegen wird der Körper der alten Seele häufiger als andere Seelen von diffusen Schwächezuständen heimgesucht. Alte Seelen werden mitunter auch häufiger krank und fühlen sich einfach irgendwie energielos und schlaff, weil sie gar nicht wissen, woher diese ganzen Energien kommen, wie sie damit umgehen sollen.
Deswegen muss die alte Seele sehr, sehr gut auf ihre eigene Energie aufpassen. Und ich lese dir mal vor, was die Quelle dazu schreibt. Diese Sensibilität Schadstoffen gegenüber setzt sich im Stadium der alten Seele noch verstärkt fort. Niemand leidet so sehr unter Schmutz und Lärm und schlechten Gerüchen, wird so gequält von angeblich harmlosen Substanzen. Nirgends gibt es so viele Schwierigkeiten, das Immunsystem intakt zu halten, wie in diesem Zyklus. Denn der Körper einer alten Seele wird zunehmend durchlässiger. Da sie sich letztendlich einer Auflösung ihrer physischen Existenz nähert, erfährt sie schon einige Inkarnationen vor der letzten diese Transparenz, die sie jedoch auch gleichsam zu einem Filter werden lässt, der all das aufsaugt und dann wieder abgeben muss, was ihr an Energien zufließt. Ja, das ist wirklich eine extreme Herausforderung für die alte Seele, mit diesem Energiemix klarzukommen und da eine gute Balance zu finden zwischen feinfühlig sein und sich auch abgrenzen und seine eigene Energie wirklich zu beschützen. Das kann aber auch mitunter extreme Formen annehmen und eine alte Seele kann sich über die Maßen auch ängstigen, was Fremdenergien angeht. Und da schreibt die Quelle auch was sehr Wertvolles, wie die alte Seele da am besten damit umgehen sollte. Wenn nun jedoch eine Seele in diesem Stadium versucht, sich mit allen Mitteln zu schützen gegen die Einflüsse der Physis, der sie nun einmal ausgesetzt ist, tut sie sich nichts unmittelbar Gutes an. Wichtiger ist für sie zu lernen, das Unerwünschte durch sich hindurchfließen zu lassen und den Geist mit seinen überwältigenden Potenzen zur Hilfe zu rufen, um die Schadstoffe und die unliebsamen Energien herauszufiltern und auszuscheiden. Denn sonst müsste sie sich von allen und von allem fernhalten. Und das täte ihr nicht wohl. Das Thema Energie und Energiehaushalt ist also für die alte Seele wirklich ein zentrales Thema, ein wichtiges Thema. Und ich selbst zum Beispiel mache regelmäßig sogenannte Entgiftungshypnosen, die das körperliche, das emotionale und das geistige System entgiften und reinigen. Und ich nehme da Entgiftungshypnosen von einer von mir sehr hochgeschätzten Heilerin zur Hilfe. Und ich bin wirklich fasziniert, wie diese Hypnosen in der Tiefe wirken. Man hat wirklich das Gefühl, dass das System sich klärt, dass wieder Energie zurückkommen kann, dass man in eine tiefe Entspannung fällt, weil dieser Konflikt nicht mehr ist zwischen der eigenen und zwischen der fremden Energie. Und wenn du auch eine alte Seele bist, wenn du vermutest, dass du eine alte Seele bist, dann lege ich dir wirklich ans Herz, dass du dich um deinen Energiehaushalt kümmerst. Ich verlinke dir mal diese Hypnosen in der Videobeschreibung, auch mit einem Gutschein dabei. Und dann kannst du mal schauen, ob dir das auch hilft für deine Aufgabe als alte Seele. Wir kommen jetzt zum dritten und letzten Punkt. Und das ist der Punkt, den wirklich nur alte Seelen so in der Tiefe verstehen können. Und wenn du das, was ich gleich vorstellen werde, wirklich auch im Herzen spürst, dann kannst du dir ziemlich sicher sein, dass du eine alte Seele bist. Und es geht dabei um eine gewisse Form von Heimweh, ein unbeschreibbares und auch unbewusstes Gefühl einer Sehnsucht nach der geistigen Heimat. Das drückt sich so erstmal gar nicht als Heimweh aus, sondern es drückt sich erstmal durch eine Einsamkeit aus, durch das Gefühl, dass man hier irgendwie total allein ist, einsam, verlassen, ausgesetzt auf diesem Planeten, dass man nicht hierher gehört. Und das unterscheidet sich auch nochmal von dem ersten Punkt, dass man nicht so viele Möglichkeiten hat, sich mit anderen Seelen auszutauschen,
Das hat vielmehr noch damit zu tun, mit einem Grundunverständnis, mit einem Grundschmerz zu tun, dass man hier ist auf der Erde und nicht in der geistigen Welt, wo sie doch schon so nahe gekommen ist, wo man schon das Licht am Ende des Tunnels sieht. Und das ist wirklich ein sehr, sehr tiefer Schmerz, den alte Seelen mit zunehmendem Alter auch immer deutlicher wahrnehmen. Und auch hier lese ich dir ein bisschen was vor aus den Archetypen, weil es einfach so wunderbar beschrieben ist. Die alte Seele kennt im Vergleich mit den zuvor gelebten Entfaltungsphasen einen neuen Konflikt. Sie bewohnt einen Körper und ist eindeutig ein Mensch, der unter den Gesetzmäßigkeiten der Physis existiert. Aber sie ist diesen Gesetzmäßigkeiten entfremdet und weiß nicht recht, wohin sie eigentlich gehört. Wie soll sie sich auf der Erde heimisch fühlen, wenn durch ihre Seele Verbundenheit, Liebe und Nähe in anderen Sphären spürbar deutlicher fährt als dort, wo sich ihr Körper manifestiert? Soll sie hier sein oder dort sein? Will sie hier sein oder dort sein? Ja, das kennst du vielleicht. Wenn du eine alte Seele bist, dann wirst du das in einer oder anderen Form in deinem Leben spüren. Das drückt sich oft dadurch aus, dass diese Seelen so ein bisschen weltfremd sind, dass sie auch in so einem geistigen Nebel sind, dass sie manchmal gar nicht so wirklich da sind. Fällt im Alltag auch oft auf, dass sie so tagträumen, dass sie vielleicht Gesprächen auch nicht so gut folgen können, dass sie irgendwie abschalten und dass sie sich in so einem geistigen Nebel befinden, im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie in so einer Zwischenwelt zu Hause sind, weder hier noch dort. Und ja, das ist ein sehr klares Indiz dafür, für diese Sehnsucht, für dieses Heimweh, das die alte Seele stets begleitet. Und damit muss sie sich auch auseinandersetzen, sich wirklich auch damit anfreunden in der Tiefe, dass es einen Grund hat, dass sie hier ist, dass die geistige Heimat zwar schon lockt und winkt und dass man sich oft unbewusst oder auch bewusst herbeisehnt, dass doch diese Lästigkeiten des irdischen Lebens irgendwie vorbei sind und dass man zurückkehren und einkehren kann in diesen geistigen Tempel. Und das sind oft harte Nüsse für die alten Seelen, sozusagen noch hier bleiben zu müssen, noch nicht heim zu dürfen. Und gerade hier liegt ein großes Entwicklungspotenzial für die alte Seele, sich wirklich nochmal mit dieser irdischen Existenz in der Tiefe einzulassen, in Frieden zu kommen und diese Liebe für dieses Sein zu entwickeln, zu spüren und es nicht abzulehnen, dieses irdische Sein, sondern sich einzubringen mit dieser unglaublichen Erfahrung, die alte Seelen haben, mit dieser unglaublichen Liebeskapazität und Ausstrahlung, die alte Seelen haben. Und wenn sie das wirklich auf die Erde bringen können, wenn sie diesen Schmerz überwinden, wenn sie das Geistige, das so nah ist für sie, wirklich auch manifestieren können auf die Erde und in ihrem Sein, dann werden sie wirklich zu strahlenden Seelen, die andere Menschen mitnehmen können, die andere Menschen inspirieren können, die andere Menschen auch verbinden können, erwachen können, ihnen helfen können, dabei aufzuwachen. Und das ist das große Potenzial, das die alte Seele hier lernen darf, ihre Feinfühligkeit, ihre unglaubliche Erfahrung wirklich auch zu teilen, diese Liebesfähigkeit und in Frieden zu kommen mit allem, was ist, auch andere Seelen einfach so anzunehmen, wie sie sind und zu wissen, dass alle der gleichen Quelle entspringen.
Wir kommen alle aus der gleichen Quelle, wir kehren alle zur gleichen Quelle zurück. Wir sind immer verbunden mit dieser Schöpferkraft. Und das wird für die alte Seele umso deutlicher spürbar und auch dieser Konflikt umso deutlicher spürbar. Und deswegen tauchen für die alte Seele auch sehr, sehr große Sinnfragen auf, Berufungsfragen, was soll ich hier noch? Und da kann man wirklich auf geistiger und seelischer Ebene sehr viel klären. Ich sehe das jede Woche in den Seelenwegberatungen, wenn es darum geht, Reife und vor allem alte Seelen zu begleiten in diesen Zeiten und wirklich nochmal die Augen zu öffnen. Was ist meine Berufung? Was kann ich als alte Seele hier tun? Was sind meine Potenziale? Wie kann ich sie für mich erfüllend einbringen in dieses Sein, sodass auch andere Menschen davon profitieren können? Das sind sehr, sehr spannende und wichtige Fragen, die die alten Seelen betreffen und die sie auch nicht aufs Abstellgleis schieben, so als altes Eisen ins seelische Altersheim gesteckt, sondern dass sie wirklich diese Liebesfähigkeit und diese Dynamik, die auch in diesem hohen Seelenalter inbegriffen ist, wirklich teilen können. Und wenn du jetzt das Gefühl hast, dass du eine alte Seele bist, dann wünsche ich dir das von Herzen. Mach dich auf die Suche nach deinem Potenzial hier auf dieser Erde und lebe deine seelische Vielfalt, deine seelische Erfahrung und erfüll dich mit diesem Leben, das du nur hier so leben kannst. Das musst du dir auch immer bewusst machen. Dieses Leben, das du hier lebst, ist nur hier erfahrbar. Und diese Entwicklung, die du dort machen kannst, ist wirklich ein Gewinn fürs große Ganze. Du als alte Seele bist eine unglaubliche Hilfe fürs große Ganze und jede andere Seele ebenso. Aber du kannst es in spezieller Form jetzt auch nochmal wahrnehmen, aufgrund der Dinge, die wir heute in diesem Video besprochen haben. Ich wünsche dir alles Gute für deinen Weg und freue mich über dein Abo und wünsche dir alles Gute bis zum nächsten Video.